Hey Freunde, herzlich willkommen hier vom Campus der Akademie des Auswärtigen Dienstes. Mein Name ist Leroy und herzlich willkommen auch zu einer Sonderfolge von Diplomatie im Dialog. Die heutige Frage lautet, wie genau wird man eigentlich Diplomat? Ich weiß, dass alle 3 bis 4 Jahre Diplomaten in ein anderes Land ziehen müssen, um dort wieder die deutschen Interessen zu vertreten. Und ich weiß auch, dass sie genau hier ausgebildet werden. Im Auswärtigen Amt gibt es viele spannende Berufsmöglichkeiten. Grundvoraussetzungen sind erstens die deutsche Staatsbürgerschaft und zweitens die Bereitschaft, immer wieder an unterschiedlichen Orten der Welt zu leben und zu arbeiten. Dann kann man eine von 3 Beamtenlaufbahnen einschlagen. Für den mittleren Dienst muss man über gute Englischkenntnisse verfügen und mindestens einen mittleren Schulabschluss nachweisen. Nach der 2-jährigen Ausbildung im Auswärtigen Amt und einer Auslandsvertretung arbeitet man dann hauptsächlich im Verwaltungs- oder Konsularbereich, Pass- und Visastelle oder in der IT. Im gehobenen Dienst benötigt man mindestens Hochschulreife und Kenntnis von wenigstens 2 Fremdsprachen. Nach einem 3-jährigen dualen Studium mit einem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt wird man dann vor allem im Rechts- und Verwaltungsbereich eingesetzt, aber auch bei Kultur, Wirtschaft, Protokoll oder Presse. Für den höheren Dienst benötigt man ein abgeschlossenes Master-Hochschulstudium, egal welcher Studienrichtung, oder einen Studienabschluss, der mit dem Master vergleichbar ist, und mindestens 2 Fremdsprachen, Englisch und Französisch oder eine Drittsprache. Nach einem Jahr theoretischer und praktischer Ausbildung wird man dann als Referentin für Politik, Kultur, Wirtschaft oder Presse eingesetzt. In der Laufbahn des höheren Dienstes kann man das Karriereziel Botschafterin/Botschafter erreichen. Ich treffe jetzt gleich 3 verschiedene Menschen, die sich alle für eine Karriere beim Auswärtigen Amt entschieden haben, im sogenannten mittleren, höheren oder gehobenen Dienst. Und ich werde sie fragen, was sie später dann den ganzen Tag machen werden und was ihre Motivation dafür ist. Ich bin Marius Schulze, bin 23 Jahre alt, mache die Ausbildung zum gehobenen Dienst beim Auswärtigen Amt und bin seit letztem Jahr dabei. Genau, mittlerweile schon über ein Jahr hinter mir. Ist immer noch spannend. Okay, ich finde das Ganze auch extrem spannend, hier bei dir, bei euch mal zu Gast sein zu dürfen. Ich habe schon oft von diesem gehobenen Dienst gehört. Das klingt ja wie sowas, keine Ahnung, Elitäres oder so. Ist das sowas, so ein bisschen was Besseres? Heißt das am Ende dann was Besonderes, wenn du das geschafft hast? Es ist was Besonderes, aber ich glaube, so wie jeder Studiengang was Besonderes ist, das gibt zum Beispiel Parallelen auch bei der Polizei. Da gibt es ja auch noch einen gehobenen Dienst. So gibt es den hier auch im Auswärtigen Dienst. Und ja, es ist nicht so gehoben, wie es jetzt sich vielleicht auf den ersten Moment anhört. Also wir sind ja auch alle ganz normale Menschen. Ja, ich merke es gerade. Du wirkst auch total, total entspannt. Aber gut, dann werde ich dir heute auf jeden Fall ein paar Fragen stellen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob das hier eine Nummer ist, wo man wirklich schon im Kindergartenalter irgendwie anfangen muss zu sagen, ja, ich will in diese politische Richtung und das wird mein Ding. Oder ist das sowas, wo du auch später noch einsteigen kannst? Es gibt solche und solche. Es gibt manche Menschen, die das schon seit frühester Kindheit an träumen und diesen Griff der Diplomatie als ihr Berufsbild haben wollen. Es gibt aber auch welche, die sich spontan nach dem Abi irgendwie auf einer Messe über den Auswärtigen Dienst schlau machen und dann den Wunsch entwickeln, im Ausland zu arbeiten und alle 4 Jahre versetzt zu werden. Also es ist wieder mal nicht so ein Schwarz-Weiß, sondern es gibt auch Graustufen dazwischen und man kann sich zu jedem Zeitpunkt quasi dafür oder dagegen entscheiden. Okay, also es geht auch noch später. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es bei dir, glaube ich, ein bisschen was Besonderes, weil du das schon mäßig in die Wiege gelegt bekommen hast. Kannst du mir das mal beschreiben, wie das in deiner Kindheit war? Genau, ich bin ein sogenanntes Amtskind. So nennt man die Kinder von 2 Personen, die beim Auswärtigen Amt schon angestellt sind. Meine beiden Eltern sind beim Auswärtigen Amt und mein Onkel sogar auch. Also ich bin da wirklich mit groß geworden und habe das dann früh kennengelernt. Ich habe in Jemen gewohnt und in Äthiopien und zwischendurch in Deutschland und jetzt auch seit längerer Zeit immer wieder in Deutschland. Aber es ist schon was Besonderes, hat mich auch sehr geprägt und ich glaube, bei mir war es auch so, dass ich von Anfang an wusste, ich möchte zum Auswärtigen Amt und meinen Eltern nacheifern quasi. Wie war das, ständig umzuziehen und so? Also weil ich denke mir, als Kind hast du dann irgendwie deine Freunde und möchtest ja auch an dem Ort bleiben, ne, wo du die dann hast und da zur Schule gehen. Und das war aber völlig normal für dich? Ja, also ich habe 2 Umzüge richtig miterlebt. Einmal nach Äthiopien und einmal aus Äthiopien wieder zurück nach Deutschland. In Jemen war ich noch sehr jung und es hat einen schon mitgenommen. Also man hat schon seine Freunde vermisst. Damals auch Briefe geschrieben. Heutzutage geht es ja ein bisschen leichter.
sich dann sehr gefreut über die Briefe natürlich, aber den Kontakt konnte man natürlich nicht dauerhaft so aufrechterhalten. Das war schon immer ein großes Drama, der Umzug. Und ich weiß auch später, als wir nochmal umziehen sollten, da war ich auch, habe ich mich dagegen gesträubt und wollte hier in Deutschland bleiben. Also es ist auch nicht immer nur positiv für die Kinder. Aber trotzdem hast du dich jetzt als Erwachsener dazu entschieden, das selber zu machen, ne? Ja, rückblickend hatte das dann doch mehr Vorteile als Nachteile für mich. Man lernt halt andere Kulturen ganz anders kennen, viel tiefer als nur in einem Urlaub, was sehr spannend ist. Man hat eine Top-Ausbildung meistens im Ausland, auf den deutschen Schulen oder auch amerikanischen Schulen oder französischen, und das ist schon, glaube ich, ein großes Plus, eine gute Chance, die man seinen Kindern da mitgeben kann. Marius, du machst jetzt gerade die Ausbildung zum Diplomaten, und wo auf diesem Weg bist du gerade? Genau, also beim gehobenen Dienst ist das eine dreijährige Ausbildung, beim höheren zum Beispiel ein Jahr und beim mittleren Dienst sind es 2 Jahre. Und da bin ich, momentan habe ich das erste Jahr abgeschlossen, das heißt, es kommen noch 2 Jahre, davon sind 7 Monate Auslandspraktikum. Da weiß ich schon, dass es für mich zum Beispiel nach Washington geht, aber da sind wir alle ganz über die ganze Welt verteilt, also der ganze Lehrgang, jede Person in einem anderen Land fast. Durftest du das entscheiden? Ja, also man durfte es mit aussuchen und eine Präferenz angeben. Und Washington war auch mein Erstwunsch. Und, warum? Ja, da freue ich mich so. Ist natürlich das politische Zentrum der Welt irgendwie. Ich war noch nie in den USA für länger und es interessiert mich sehr. Genau, und die Botschaft da ist natürlich auch groß und ich glaube, es ist sehr spannend, da zu arbeiten, Einblicke zu bekommen. Okay. Genau, und bisher hatte ich in meiner Ausbildung, haben wir ein Grundstudium gehabt und ein Inlandspraktikum. Momentan sind wir in einem Hauptstudium, da gibt es hauptsächlich Rechtsfächer, und danach kommt halt das Auslandspraktikum und dann am Ende nochmal ein bisschen eine Diplomarbeitzeit, Zeit für Diplomarbeit, die man da schreibt, genau, und noch ein bisschen Sprachunterricht und sonstige Sachen, die man im Ausland noch braucht. Was glaubst du, ist der spaßigste Teil? Der spaßigste Teil ist wahrscheinlich das Auslandspraktikum. Zumindest das, was auf das sich am meisten Leute freuen, weil man da halt das erste Mal rausgeht, das erste Mal im Ausland arbeitet, an einer Auslandsvertretung, die auch ganz anders ist als die Zentrale hier. Genau, und die ersten Eindrücke, so richtig die praktischen Eindrücke sammelt, weshalb wir alle hier sind beim Auswärtigen Amt, nicht in irgendein anderes Ministerium wollten, weil es hier halt ja im Zentrum steht, ins Ausland zu gehen und da zu leben. Wenn du deine Ausbildung fertig hast, weißt du schon, in welche Länder es dann für dich geht? Kannst du das irgendwie mitbestimmen oder dir aussuchen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Man kann immer eine Präferenz von Posten abgeben, wo gerade Leute gesucht werden und auf die Posten, auf die man möchte. Aber so ganz selbst entscheiden geht es nicht. Also das ist natürlich die Personalplanung, steht da immer im Fokus und wird dich dann dahin versetzen, wo du gebraucht wirst. Genau, und für mich persönlich kann ich das noch nicht wirklich sagen. Marius, dann sag mir doch mal, worauf du dich, ne, bei deiner Laufbahn am Ende am meisten freust. Ja, am meisten freue ich mich auf die praktischen Dinge, also das Inlandspraktikum, was wir hatten, das war schon sehr interessant, sehr spannend, also die Arbeit im Auswärtigen Amt tatsächlich und im Ausland auch, dass man da lernt, wie man mit den verschiedenen Menschenkulturen umgeht, tiefere Einblicke da wirklich kriegt und auch auf die vielen Kollegen, die beim Auswärtigen Amt, glaube ich, auch ja, oft besonders eng sind, weil man ja auch mit denen weiß, dass man mit denen im Ausland ist und da dann die vielleicht die erste Ansprechstation sind und da quasi noch ein bisschen engeres Verhältnis zu ihnen aufbauen kann. Und das ist auch sehr schön, finde ich. Wohnst du selber auch hier? Weil wir sind ja gerade auch in so einem Campuszimmer. Ja, genau. Also wir haben hier einen Campus und da ist auch ein Studentenwohnheim nur für Studierende des Auswärtigen Amtes. Die Häuser sind verschieden benannt nach Asien, Afrika, Australien, Nord- und Südamerika. Okay. Und ich persönlich habe in Afrika gewohnt. Das Schöne daran ist, dass man da schon die Kolleginnen und Kollegen besser kennenlernt. Ich habe auch schon mitbekommen, dass es hier auf diesem gesamten Campus auch Orte gibt, wo hin und wieder auch gut Party gemacht wird, ne? Richtig. Ich habe leider nicht ganz davon profitieren können, wegen Corona und weil ich ja seit einem Jahr erst dabei bin. Aber bei Haus Australien, also es ist ganz am Eingang, genau, da wird normalerweise im Sommer oft der Grill angeschmissen und da gibt es dann auch einen Partyraum, wo man sich öfter mal aufhält. Wir hatten das alles hier leider ein bisschen beschränkt und wenn dann nur im Freien, aber ja, es ist auch, man hält auch nach dem Unterricht nicht die Füße still. Okay, ja, sehr cool, dass es die Möglichkeit gibt. Wenn du das selber schon für dich jetzt so entschieden hast, diese Ausbildung zu machen und dann auch später als Diplomat zu arbeiten, wie sind so deine Familienplanungen? Wie wirst du es selber machen?
Ja, das Familienplanung ist mit Sicherheit nicht das Einfachste beim Auswärtigen Amt, weil es so ist, dass der Partner oder die Partnerin, die mit ausreist, in vielen Ländern keine Arbeitserlaubnis kriegen kann. Und genau das Auswärtige Amt dient da auch oft als Partnerbörse sozusagen, dass man seinen Partner, seine Partnerin im Amt kennenlernt, das quasi eine Kollegin oder ein Kollege ist. Es ist aber tatsächlich ein Punkt, den man beachten sollte, dass das nicht ganz so einfach ist, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die auch selbst Karriere machen möchte außerhalb des Auswärtigen Amtes, da immer die Interessen zusammenzubringen und gemeinsam ausreisen zu können. Kannst du denn oder könnt ihr darum bitten, dass ihr zusammen irgendwo einen Posten kriegt? Genau, das funktioniert eigentlich. Bei meinen Eltern war das auch so, dass sie immer zusammen versetzt wurden. Und genau, normalerweise kann man dann halt nicht an Botschaften oder Vertretungen gehen, die sehr klein sind, weil da dann wahrscheinlich nicht zwei aus derselben Laufbahn gleichzeitig gebraucht werden. Aber normalerweise wird der Wunsch immer berücksichtigt und man wird dann immer zusammen versetzt. Also darauf wird schon viel Rücksicht genommen und das ist auch cool. Wichtig. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich fand das jetzt mal super spannend von dir zu hören, ne, wie du das selber für dein Leben so planst und warum du das Ganze überhaupt machst. Ich finde es auch super cool, dass du aus so einer Familie kommst und sagst, ich habe mir das jetzt als erwachsener Mensch so überlegt und möchte das so weitermachen. Und dabei drücke ich dir natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Und ich weiß, dass jetzt hier aber noch eine Community-Frage reinkam und zwar zum Begriff diplomatische Immunität. Und diesen Begriff werden wir jetzt klären. Die diplomatische Immunität ist sehr wichtig für den Status eines Diplomaten, aber natürlich genießen nicht alle Beamtinnen des Auswärtigen Amtes automatisch diplomatische Immunität. Die Immunität bedeutet, dass man der Hoheitsgewalt eines jeweiligen Empfangsstaates nicht oder nur eingeschränkt unterworfen ist, aber sich trotzdem an die Regeln halten muss. Die diplomatische Immunität kommt nur Personen zu, die an einer Auslandsvertretung, also an einer Botschaft eingesetzt sind und beim Außenministerium des jeweiligen Empfangsstaates als Diplomatin oder Diplomat angemeldet worden sind. Jetzt möchte ich euch Hanim vorstellen. Hanim, du bist gerade aus dem Ausland zurückgekommen und kannst dich aber vielleicht einmal kurz selber vorstellen. Mein Name ist Hanim Gibrel. Ich bin seit März letzten Jahres hier in der Ausbildung und komme, wie gesagt, gerade aus dem Auslandspraktikum zurück, wo ich 9 Monate in Guangzhou war, in Südchina, um die Arbeit einer Auslandsvertretung kennenzulernen. Was hast du da gemacht in China? Wir haben unterschiedliche Bereiche kennengelernt. Also hauptsächlich natürlich die Arbeit, die im mittleren Dienst praktisch wichtig ist, nämlich die Verwaltung, die Arbeit in der Registratur, wo viel Schriftwerk hereinkommt, die Zahlstelle, also die Buchhaltung und natürlich aber auch Bereiche wie Rechts- und Konsular, Visa, Pässe, das waren die Bereiche, Kultur natürlich auch. Die habe ich dann im Ausland kennengelernt, in der Praxis. Okay. Und welche Sprache hast du da angesprochen? Hauptsächlich natürlich in der Vertretung war es Deutsch. Ja, auch die Lokalbeschäftigte da, also die, die vor Ort angestellt sind, sprechen Deutsch. Und im Land selber, ich habe Chinesisch zwar gelernt, aber nicht auf dem Level, wo ich mich hätte Chinesisch unterhalten können. Okay. Ja. Weil ich hatte selber 2 Jahre Chinesisch in der Schule und ich weiß, wie schwer das ist. Sehr schwer. Ja. Ja. Ich weiß jetzt auch schon, dass du deine Ausbildung hier in Deutschland aber auch schon gemacht hast. Wo genau warst du da? Warst du da auch hier? Wir haben die Ausbildung hauptsächlich hier in Präsenz gemacht, aber auch online. Und wir werden jetzt auch den Schlusslehrgang, der jetzt ab Ende des Monats anfängt, zum Teil hier auf dem Campus haben, aber auch an anderen Stellen in der Stadt. Das heißt, hauptsächlich ist man dann halt auch im Inland hier in Deutschland, in Berlin. Okay, was gehört zu dieser Ausbildung alles dazu? Wir hatten so einen Einführungslehrgang, der ist hauptsächlich theoretisch oder eigentlich nur theoretisch gewesen. Der geht über 5 Monate. Dann, das ist so eine Vorbereitung auf die Praxis, die einen auch erwartet im Inlandspraktikum. Der schließt dann direkt drauf an. Wir waren dann 4 Monate in der Zentrale, wo man dann in einem Referat die eigentliche praktische Arbeit so ein bisschen kennenlernt und das ging dann bis Dezember, Anfang Dezember und im Dezember geht man ins Auslandspraktikum, kann dann anwenden, was man in der Praxis so gelernt hat, das ist das Spannendste am Ausland und lernt dann auch natürlich das Leben, das Berufsleben einer Auslandsvertretung kennen. Und wir sind jetzt gerade alle auf dem Weg zurück, so langsam trudeln wir alle aus allen Ecken der Welt
rein nach Berlin und machen dann hier einen Abschlusslehrgang bis zum Frühling, also bis Ende März nächsten Jahres. Okay, und dann bist du fertig. Und dann bin ich hoffentlich fertig, wenn ich die Prüfungen auch alle bestehe. Boah, das ist natürlich wie früher in der Schule, glaube ich, so ein bisschen Stress. Ja, ja, vor allen Dingen in meinem Alter, ich bin jetzt Mitte 40, nochmal das Lernen, Üben, neu üben lernen, das ist natürlich eine Herausforderung, aber eine, die ich gerne annehme. Und da geht es uns aber allen so natürlich ein bisschen die Angst vor den Prüfungen und die große Vorbereitung, die auch damit verbunden ist. Aber das zeigt, dass es auch nie wirklich zu spät ist, um so eine Laufbahn anzustreben, ne? Absolut. Okay. Ja. Was war für dich in der Zeit in Guangzhou so das Besonderste? Erstmal die Stadt zu verstehen, das Land zu verstehen, die Menschen. Also man ist Beobachter in erster Sekunde, beziehungsweise in den ersten Wochen. Wo bin ich? Was kann ich hier tun? Wie kann ich mich bewegen? Wie kann ich mich einfügen in die Arbeit, aber auch in der Stadt? Und das Spannendste war, die Menschen zu beobachten. Also für mich war ganz besonders der liebevolle Umgang der Generation miteinander. Ich habe kaum Ausländer auf der Straße gesehen. Es waren hauptsächlich natürlich Chinesen. Und das war wirklich sehr beeindruckend für mich zu erleben, wie doch unterschiedlich das Leben ist zu dem, was wir hier so kennen. Gibt es irgendeinen Aspekt, wo du sagst, da habe ich riesen Respekt vor, was meine Laufbahn angeht? Die Inhalte, die Ausbildungsinhalte, da habe ich riesen Respekt vor, weil es ist sehr umfangreich, es ist viel, was man wissen muss und auch für die Prüfung gut wissen muss. Und da habe ich den größten Respekt vor. Und natürlich auch nicht meine Kollegen zu enttäuschen, die mit mir ziehen und auch die erwarten, dass ich natürlich das bestehe. Und das ist, glaube ich, so der größte Respekt. Einfach, dass man es schafft. Fallen da viele durch? Eigentlich nicht. Es gibt natürlich immer doch ein paar, die es nicht schaffen. Die kriegen natürlich die Möglichkeit, das zu wiederholen. Die Ausbildungsleitung tut auch alles dafür, dass alle mitgenommen werden und alle es schaffen. Das ist natürlich Hauptziel. Trotzdem ist es eine Herausforderung. Was glaubst du, ist für dich so das Schönste an der ganzen Nummer? Am meisten freue ich mich tatsächlich, die Prüfung zu bestehen und dann richtig arbeiten zu können, ohne das Gefühl, dass man noch was bestehen muss. Mhm. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den vielen tollen Kollegen, die ich kennengelernt habe. Also es werden natürlich immer wieder neue sein, aber was ich gelernt habe beim Auswärtigen Amt ist, dass man sich so auf die Kollegen verlassen kann und das Netzwerk, das man ja an die Hand bekommt durch so viele unterschiedliche Stellen, wo man arbeitet, ist schon außergewöhnlich und sehr groß und sehr unterstützend vor allen Dingen. Man wird so mitgenommen durch die vielen unterschiedlichen Charaktere, Erfahrungen und Wissenslevels. Also es ist umfangreich, facettenreich und sehr interessant. Gibt es irgendwelche Dinge, worauf man als Mensch achten muss? Gibt es ein gewisses Alter, wo du sagst, da kann man sich nicht mehr für den Auswärtigen Dienst bewerben? Und was muss man vielleicht als Mensch mitbringen? Also als Mensch mitbringen zuerst, muss man natürlich auch die Flexibilität mitbringen, neue Sprachen zu lernen, in andere Länder zu reisen, im Team mitarbeiten zu können, in einem neuen Land, das man kaum kennt, sich zurechtzufinden. Also ich habe ja mit Mitte 40 angefangen. Das ist ja schon ziemlich spät. Ich habe mich ursprünglich mit 19 schon bewerben wollen, aber mein Lebensweg ging anders und ich bin dann erst mit Mitte 40 ins Auswärtige Amt gekommen. Aber ich weiß auch von Kollegen, die schon 50 und leicht über 50 sind, jetzt gerade beim aktuellen Lehrgang, die sind auch reingekommen. Also ich glaube, so die Grenze bei Beamten für eine Laufbahn ist so um die 50, aber es gibt auch Ausnahmen, die über 50 sind und man sollte, also es ist nie zu spät, sagen wir mal, um anzufangen. Und Mut sollte man schon haben und ja, es einfach versuchen. Mit der richtigen Einstellung hat also jeder die Chance. Auf jeden Fall. Cool. Hanim, gibt es irgendein Land, was du dir wünschen würdest, mal durch die Arbeit irgendwie sehen zu können? Da gibt es viele. Im Moment, ich bin dann beim ersten Posten, wenn ich fertig bin, alleinerziehend. Deshalb ist meine Auswahl ziemlich eingeschränkt, weil meine Tochter 16 ist und da muss man natürlich gucken, auf welche Schule geht sie, was kann sie nach der Schule machen. Aber Interesse hätte ich jetzt spontan im Moment auf Singapur. Also es gibt natürlich auch viele Länder in Südamerika, die ich das machen würde, wenn ich nicht mit einem Teenager in den letzten Schuljahren hinreisen würde. Aber ja, Singapur oder auch Australien
wäre für mich interessant. Warum die beiden Orte? Jetzt gerade in unserer Lebenssituation, weil die Schulen da passen, weil meine Tochter auch nach, also wenn sie fertig ist mit der Schule, da auch ein Studium anfangen könnte. Da kann man sie auch zurücklassen, wenn man zum nächsten Posten geht, das ist sicher. Ja, und mich interessiert einfach so der Flair der Länder. Cool. Hanim, erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten heute. Ich finde es mega spannend, auch mal zu sehen, ne, wie man so als Quereinsteiger da auch rein kann und wie gut das für dich funktioniert. Sehe ich ja, du strahlst. Mhm. Also drücke ich dir da ganz, ganz fest die Daumen für die Prüfung, dass das am Ende alles funktioniert für dich. Aber ich glaube, du wirst das schon machen. Und ja, Freunde, ich werde jetzt aber noch einen weiteren Gast besuchen und da gehen wir jetzt hin. Jetzt habe ich meinen letzten Gast für heute vor mir, und zwar Sabine. Sabine hat diesen Sommer ihre Ausbildung im höheren Dienst begonnen und dazu habe ich heute ein paar Fragen. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen? Ja, ich heiße Sabine. Ich bin 35, damit leicht über dem Altersdurchschnitt unserer sogenannten Crew und habe jetzt angefangen eben die Ausbildung als Attaché im Juli und freue mich auf das kommende Jahr, den Auswärtigen Dienst ein bisschen besser kennenzulernen noch und freue mich auch jetzt, dir ein bisschen was darüber zu erzählen. Höherer Dienst ist ja irgendwie das Höchste, was dann am Ende möglich ist. Was hast du studiert? Also was hast du vorher gemacht? Ich bin ein bisschen eine Exotin. Ich habe Musikwissenschaften studiert ursprünglich, habe dann eine Weile gearbeitet im Bereich Kultur und habe anschließend nochmal ein zweites Studium angeschlossen, das Intercultural Communication Studies hieß. Also das sehr international und auch ein bisschen mehr politik- und sozialwissenschaftlich ausgerichtet war. Und habe dann noch ein bisschen Arbeitserfahrung in verschiedenen politischen und internationalen Institutionen gesammelt, unter anderem auch ein Praktikum beim Auswärtigen Amt. Okay, und musste das dann genau dieser Studiengang sein, damit du hier hin durftest zum Auswärtigen Amt? Nein, es ist bei uns sehr unterschiedlich, welche Arten von Vorstudiengängen man haben soll. Es muss ein Masterstudium sein oder gleichwertig mit einem Masterabschluss, um in den höheren Dienst eintreten zu können. Aber die Studienrichtung genau ist vollkommen offen. Wir haben auch in unserer Crew von Wirtschaftsingenieuren über Sinologen bis eben Politikwissenschaftler und Juristen alles dabei. Ach krass, das bedeutet, wenn das Grundinteresse da ist und man selber schon so einen Masterweg hinter sich hat, dann stehen einem da grundsätzlich erstmal die Türen offen. Und warum hast du dich jetzt letztendlich dafür entschlossen, hier zu landen? Also ich habe, wie schon gesagt, ja zuerst in der Kultur gearbeitet und dann aber auch angefangen, mich stärker für Politik zu interessieren und wollte mich eben gerne in Richtung Politik stärker orientieren und habe dann auch gerade während meines zweiten Studiums eben festgestellt, dass es besonders Außenpolitik ist, die mich reizt, also internationale Themen und auch das Einbringen eben von verschiedenen Fremdsprachen vielleicht und die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Und habe dann wirklich versucht, in die Richtung auch so ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, durch Erasmus-Aufenthalte im Studium, durch Praktika eben bei verschiedenen Organisationen und habe dann eben das Auswärtige Amt sozusagen als Arbeitgeber ins Visier genommen, weil das für mich die ideale Kombination ist, aus internationaler Arbeitserfahrung und gleichzeitig auch für Deutschland zu arbeiten sozusagen. Gab es für dich irgendwie die Möglichkeit, vorher da schon mal reinzuschnuppern und vorzutesten, ob das wirklich was für dich ist? Ja, ich habe ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Botschaft in Vietnam. Da konnte ich mich einfach online bewerben bei verschiedenen Botschaften und mit der Botschaft Vietnam hat es dann geklappt. Da war ich im Kultur- und Pressereferat und habe da 3 Monate in Hanoi an der Botschaft gearbeitet. Und es war sehr toll. Was genau gefällt dir an deinem kommenden Beruf am besten? Die Flexibilität. Wir haben es gibt 2 bestimmte Prinzipien im Auswärtigen Dienst, das Generalistenprinzip und das Rotationsprinzip. Das Generalistenprinzip besagt, dass sozusagen alle alles können müssen. Also wir müssen alle Themenbereiche der auswärtigen Politik, von Kultur über Wirtschaft bis hin zu, weiß ich nicht, Krisenstabilisierung zum Beispiel und viele andere Sachen, die wir da machen, abdecken können. Und das Rotationsprinzip, dass wir alle 3 bis 4 Jahre den Posten wechseln.
Und das war genau das, was mir daran so gefallen hat, dass man die Möglichkeit hat, quasi viele Jobs in einem zu machen, dass man immer flexibel bleiben kann, dass man viele verschiedene Länder und Posten kennenlernen kann und so nie aufhört zu lernen und immer wieder neue Erfahrungen sammelt und glaube ich auch deshalb sich nicht langweilt in seinem Job oder irgendwann festfährt, weil man immer wieder neue Möglichkeiten geboten kriegt, sich auch selbst zu entwickeln und neu kennenzulernen. Jetzt ist Diplomatie natürlich ein Thema für sich, wo ich erstmal noch gar keinen richtigen Zugang zu habe. Deshalb bin ich heute hier. Und mich würde natürlich ganz brennend interessieren, warum du glaubst, warum das so wichtig ist. Ich glaube, wir sehen auch heute an vielen Konflikten, die es in der Welt gibt, dass es unheimlich wichtig ist, miteinander zu reden. Und das ist die Kernidee der Diplomatie, dass man nicht aufhört, miteinander zu reden, dass man die Beziehungen zwischen Staaten durch Kommunikation und durch Austausch versucht zu verbessern, dass man versucht, Probleme zu lösen, dass man versucht, pragmatische Lösungen zu finden auch. Und dass man dadurch versucht, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Das ist für mich Diplomatie. Und Diplomatie bedeutet für mich auch, in schwierigen Situationen nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern immer weiter zu versuchen, an der Lösung zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was viele im Auswärtigen Amt antreibt, dass wir selber jedes noch so kleine Rädchen in der Diplomatie. Diplomatie ist ja nicht nur das große Treffen von Außenministern, sondern ganz viele kleine alltägliche Sachen, die passieren. Dass jeder von uns so einen kleinen Anteil daran hat, diese Diplomatie mitzugestalten und damit auch zu versuchen, für die Bundesrepublik Deutschland oder mit der Bundesrepublik Deutschland Partnerschaften aufzubauen und die Welt vielleicht ein kleines bisschen sicherer, friedlicher und freiheitlich-demokratischer vielleicht auch zu machen. Und das, ja, das ist für mich so das ultimative Ziel. Inwieweit glaubst du selber in deinem Job dann am Ende die Politik mitgestalten zu können? Also wie aktiv kannst du da dann mitwirken? Also ich bin jetzt im Rahmen meiner Ausbildung gerade in der Praxisphase. Das bedeutet, ich arbeite direkt in der Zentrale vom Auswärtigen Amt jetzt gerade, wenn ich nicht gerade hier bin. Und da bin ich zum Beispiel im Bereich humanitäre Hilfe. Und da sehe ich alltäglich, wie wir daran arbeiten, die Außenpolitik mitzugestalten. Denn wir sorgen dafür, dass die humanitäre Hilfe der Bundesrepublik Deutschland da ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird und den Leuten helfen kann, wo sie am meisten gebraucht wird. Auch das ist ein Teil der Außenpolitik. Und deswegen ist es für mich in meinem gesamten Arbeitsalltag ganz deutlich und ich sehe das auch an meinen ganzen Crew-Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in verschiedenen Referaten eingesetzt sind, dass auch die, glaube ich, wirklich merken, dass ihre Arbeit gebraucht wird und dass es sehr viel zu tun gibt und wenn es nur in Anführungsstrichen eine Schreibtischtätigkeit ist. Du hast schon verraten, dass du jetzt im Moment in der Ausbildung bist. Wie genau läuft die ab und was ist vielleicht so das, was dir am allermeisten Spaß macht? Wir sind ja eine Crew, das heißt, wir sind wie eine Mannschaft. Wir sind zurzeit in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe macht gerade die Theoriephase und die andere Gruppe die Praxisphase. Also die Hälfte der Ausbildung ist Theorie. Da machen wir eine Ausbildung in verschiedenen Fächern, wie zum Beispiel Völkerrecht und Europarecht, Volkswirtschaftslehre, aber auch ganz praktische Elemente wie Medientraining zum Beispiel oder Verhandlungstraining, Krisentrainings. Und der andere Teil von uns ist eben, wie gesagt, gerade in der praktischen Ausbildung so eine Art fünfmonatiges Praktikum direkt in der Zentrale, in Referaten, wo man quasi das, was man lernt, sofort anwenden kann und das sofort umsetzen kann und sofort auch einen Eindruck davon kriegt, wie das Auswärtige Amt arbeitet. Ich glaube tatsächlich, das Hands-on-Arbeiten jetzt im Moment, also es macht unglaublich viel Spaß, man lernt viele neue Leute kennen, aber auch vor allen Dingen überhaupt wieder das Lernen in so einer Gruppe. Also dass wir jetzt wirklich unsere Crew haben und man ganz viele neue Leute kennenlernt, die alle zusammen hier neu angefangen haben und die alle zusammen diese Erfahrung teilen und man auch so ein bisschen zusammenwächst durch diese verschiedenen Sachen, die man jetzt halt miteinander macht und die man miteinander lernen kann.
Und muss ich sagen, im Moment die Sprachausbildung zum Beispiel. Also wir haben immer mittwochs einen Studientag, wo wir intensive Sprachkurse. Also im Moment machen wir Englisch und Französisch. Das sind so die grundsätzlichen Sprachen. Englisch sind viele von uns schon ziemlich weit. Französisch ist unterschiedlich. Da haben wir sehr intensive Kurse, die aber auch sehr viel Spaß machen und die uns eben auch auf den späteren Alltag vorbereiten sollen, Interviews zu geben, Texte zu verfassen und so weiter. Dein bisheriges Leben, so als werdende Diplomatin oder als Diplomatin, ist das so, wie du es dir vorgestellt hast? Rückblickend finde ich es alles super, so wie es passiert ist. Früher hätte ich es mir anders, also ich sag mal so, also als Kind hätte ich mir überhaupt nicht erträumen lassen können, dass ich hier mal sitzen würde und oder dass ich die Ausbildung zum höheren Auswärtigen Dienst machen würde. Ich komme aus einer Kleinstadt in Ostthüringen. Ich bin noch kurz vor der Wende geboren. Meine Eltern sind keine Akademiker. Wir haben auch keinerlei Beziehungen oder so in solche Kreise in Anführungsstrichen. Und deswegen war das für mich ganz lange völlig unvorstellbar. Umso besser finde ich natürlich, dass es geklappt hat. Und das war auch nicht immer ganz einfach. Also das war auch manchmal ein holpriger Weg, aber es hat sich definitiv gelohnt. Das würde ich auch jedem so mitgeben und jeder, dass es, dass wenn man da echt Bock drauf hat und Lust hat, das zu machen und Spaß dran zu lernen zum Beispiel, dann soll man es einfach versuchen. Gibt es irgendwas, wovor du riesengroßen Respekt vielleicht auch hast, irgendwelche Aufgaben, die in Zukunft auf dich zukommen werden, wo du sagst, wow, da bin ich echt mal gespannt, wie ich das am Ende mache. Also ich glaube, sehr viele von uns denken über die verschiedenen Krisen nach, die wir jetzt während der Ausbildung und auch davor schon selber durch die Medien und so weiter miterlebt haben. Und dann werden wir irgendwann, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir irgendwann auch mal vor Ort sein werden, wenn so eine Krise passiert, dass wir an einer Botschaft oder einem Konsulat, einem Generalkonsulat arbeiten und dass wir dann als Führungskräfte auch Verantwortung haben für die Angestellten vor Ort, für unsere Ortskräfte, für die Lokalbeschäftigten und dass wir dann diejenigen sind, die Entscheidungen treffen müssen und die diese Krise managen müssen. Und davor habe ich eine Menge Respekt. Andererseits glaube ich und hoffe ich, dass uns die Ausbildung bestmöglich darauf vorbereitet, sodass wir dann auch in der Lage sein werden, diese Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb freue ich mich auch andererseits so ein bisschen darauf, dann in der Lage zu sein, in so einer Situation wirklich hands-on vor Ort was tun zu können und dann hoffentlich alles zu einem guten Ende zu führen und nicht sozusagen einfach nur das aus den Medien, in den Medien verfolgen zu können. Sabine, also ich muss sagen, ich fand das für heute schon mal richtig spannend, auch aus deiner Perspektive nochmal zu erfahren, was Diplomatie für dich bedeutet und wo du dich dann auch in Zukunft siehst. Und ja, dieser höhere Dienst ist natürlich dann auch eine große Herausforderung, aber ist am Ende auch eine große Ehre, das Ganze ausüben zu dürfen. Und ich drücke dir da bei deiner Ausbildung natürlich jetzt ganz, ganz fest die Daumen. Und auch für jede Krise, die jemals auf dich zukommen sollte, bin ich mir ziemlich sicher, dass du das gut meistern wirst. Danke, dass du heute da warst. Dankeschön, hat super viel Spaß gemacht. Das war es jetzt aber auch für mich heute hier vom Campus. Ich muss sagen, es war super spannend, diese ganzen Berufe mal kennenlernen zu dürfen, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und ich muss sagen, ich habe auch riesen Respekt vor der Arbeit, die hier geleistet wird. Das ist eine große Herausforderung. Aber wenn ihr selber sagt, ihr könnt euch das vorstellen, so eine Ausbildung beim Auswärtigen Amt zu machen, dann rate ich euch einfach mal auf der Website vorbeizuschauen. Der Link ist hier eingeblendet und da findet ihr auch alle Infos, wann ihr euch bewerben müsst, was ihr mitbringen müsst und so weiter und so fort. Probiert es einfach mal aus und in der nächsten Folge Diplomatie im Dialog wird es um das Thema Klimawandel gehen und was unsere Politik dafür Möglichkeiten hat, die nächsten Krisen zu bewältigen. Das war's jetzt aber von mir, Freunde. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.